Ja, Agrarökologie. Wenn ich das jetzt hier so in die Runde werfe, was fällt Ihnen dazu ein? Was wäre Ihre Antwort? Was ist Agrarökologie? Es geistert ja durch die Medien. Keine Idee? Ja? Ja, könnte man sagen. Gibt es noch andere Angebote? Ja? Kein Widerspruch mehr zwischen Agrarbau und Ökologie. Ja, okay. Mhm. Noch weitere Angebote? Hier? Ja. Food Sovereignty, genau. Also ich kann Ihnen sagen, Sie haben alle recht. Und wenn Sie gucken, wie Sie den Begriff momentan finden, ja, finden Sie den in ganz unterschiedlichen Kontexten. Das hier ist hier auch in einem Atlas rausgegeben von der Heinrich-Böll-Stiftung. Hier Peasant Agroecology for Food Sovereignty, das war Ihr Angebot. Ne? Es gibt es auch hier rausgegeben, ganz neu von diversen NGOs in Deutschland, kam vor ein paar Wochen raus mit Agrarökologie, die Ernährungswende gestalten. Es gibt aber auch solche Abbildungen, das finden Sie auch im Internet. Das ist von einer der ältesten agrarwissenschaftlichen Versuchsstationen, die es gibt in England, Rothamsted. Die sind ungefähr so 150 Jahre alt und die gehen ganz naturwissenschaftlich ran. So, ein Wort, viele Bedeutungen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich haben Sie alle recht. Wenn Sie zeitlich sich das ein bisschen angucken, gab es den Begriff, gibt es so ungefähr seit den 1920er Jahren. Inhaltlich hat sich eigentlich schon Humboldt damit beschäftigt. Und Ernst Haeckel und also die ganzen großen ersten Ökologen sozusagen haben sich auch schon zu ja, ökologischen Vorgängen in Agrarlandschaften geäußert sozusagen. Und das ist eigentlich so ein bisschen diese, ja, Grunddefinition, die man häufig noch kennt. Also wenn Sie jetzt googeln, dann werden Sie Lehrstühle für Agrarökologie in Deutschland finden. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, ist Agrarökologie jetzt diese reine Naturwissenschaft, die Sie vorhin auf dieser Grafik oder auf dieser Grafik von Rothamsted gesehen haben. Das wäre dann nämlich so das Typische, was ein Agrarökologe macht. Der guckt sich Arten an in der Landwirtschaft, welche Auswirkungen hat die Landwirtschaft auf bestimmte Arten, schaut sich an ökologische Zusammenhänge, wie sie in der Agrarlandschaft bestehen. Und das ist tatsächlich zu einem gewissen Teil immer noch, also wie gesagt, es gibt diese Lehrstühle für Agrarökologie und die, in Deutschland zumindest, die beschäftigen sich mit der Agrarökologie als eine Teildisziplin der ganzen großen Ökologie, aber eben runtergebrochen auf Agrarlandschaften. Und auf die umliegenden mehr oder weniger natürlichen oder nicht agrarisch genutzten Ökosysteme, also Wälder, auch aquatische Ökosysteme, Flüsse, Seen und so weiter. Das ist die eine Geschichte. Aber Sie haben ja vorhin auch gesehen, in diesen ganzen Publikationen ist das nicht wirklich das Thema. Ja? Da geht es um was anderes. Und da kommen wir jetzt, machen wir einen Schritt weg sozusagen von Deutschland, gehen über einen großen Teich. Und das ist das, was jetzt, es gab vorhin die Agrarökologie gleich Permakultur, ne, die Antwort. Und das ist ein bisschen so der Tenor dieser Bücher von Miguel Altieri und von Stephen Glisman. Die sind sehr stark von der kleinbäuerlichen Bewegung in Lateinamerika geprägt und haben dann entsprechend eigentlich solche Standardwerke der Agrarökologie verfasst oder der Agroecology. Und das immer heißt dann eigentlich, Standardwerke zu Praktiken, ja, da geht es um Mischkultur, da geht es um Bodenaufbau, Humusaufbau, aber auch um kleinteilige Ernährungssysteme. Ja. Also das ist auch sehr stark kleinbäuerlich geprägt und das ist so, dass also wirklich diese Praktik, also wie macht man ein Agrar oder betreibt man Landwirtschaft, aber in einem System, das so ähnlich ist wie ein natürliches Ökosystem. Das ist hier so die Zielstellung dieser Gruppierung oder dieses Verständnisses von Agrarökologie. Aber daneben gibt es eben noch ein anderes. Und zwar dieses Verständnis von Agrarökologie als Bewegung. Das ist was, was man sehr stark in Lateinamerika findet. Das sind dann auch sehr stark kleinbäuerliche Bewegungen. Es gibt es aber mittlerweile auch in Europa. Die ABL hat mit der Europäischen Koordination von Via Campesina
ja, Agrarökologie für sich neu definiert, also wirklich als eine Bewegung, ja, und hat da 6 Grundsätze entwickelt. Und einer davon zum Beispiel ist, bäuerliches Wissen weiterentwickeln, weitergeben. Ein anderer ist, Gefühl zu entwickeln gegenüber dem Land, das man bewirtschaftet, den Tieren. Ein weiterer Grundsatz ist auch, die bäuerlichen Rechte einzuklagen, Rechte auf Wasser, Rechte auf Saatgut. Ein anderer Grundsatz ist auch, eine Gemeinschaft zwischen Stadt und Land herzustellen. Also das sind völlig andere Dinge, als sie in diesem wissenschaftlichen Kontext der Agrarökologie gesehen haben. Und das macht diesen Begriff momentan ein bisschen schwierig, weil verschiedene Leute mit Agrarökologie ganz unterschiedliche Dinge meinen. Ja? Und wenn man das eigentlich so sieht, ist, also man hat momentan so einen Paradigmenwechsel. Und es war für uns auch die Motivation, dieses Agroecology Europe zu gründen, um diese ganzen unterschiedlichen Aspekte, die ja auch in unterschiedlichen Personen sozusagen existieren, ja, um die zusammenzubringen und da eigentlich ja, für eine Weiterentwicklung der Landwirtschaft zu werben, das weiterzubringen einfach. Und ich wollte Ihnen jetzt hier nochmal auch ein Bild aus dem Weltagrarbericht zeigen, der wurde ja auch schon angesprochen. Und Sie sehen hier die konventionellen, sehr produktivistischen Landwirtschaftssysteme, die dann mit einem, ja, mit verschiedenen Elementen, Bodenschutz, Pflanzenschutz, Veränderungen in der landwirtschaftlichen Praxis dann über stärkere Nachhaltigkeit dann zu wirklich agrarökologischen Systemen werden. Ja? Also das ist die Zielstellung, die man dann hat. Und was ich persönlich, also ich bin Koordinatorin für ökologischen Landbau an der Uni Hohenheim, eigentlich an dieser Idee auch besonders schön finde, ist, dass die übergreifend ist. Also der ökologische Landbau, also nichts gegen ökologischen Landbau, ist mein Herzblut, ja? Aber der grenzt sich ein bisschen ab. Ja, und mit den, also nicht willentlich und nicht wissentlich, aber allein dadurch, dass er über Standards definiert ist. Ja, die sind gesetzt. Ja, in so einer agrarökologischen Herangehensweise brauche ich nicht unbedingt diese Standards. Ja. Da kann man auch konventionell wirtschaften und sich langsam auf dieses Ziel eben zuarbeiten. Ja. Also man kann da sich weiterentwickeln und man ist übergreifender, als wenn man rein nur in Anführungszeichen, im Ökolandbau bleibt. Ich glaube, dieser Begriff Agrarökologie und diese Weiterentwicklung, sagen wir mal so, die trägt weiter. Ja? Da kann man mehr Leute mitnehmen. Ja? Also das ist meine persönliche Überzeugung, um eben zu diesen wirklich nachhaltigen agrarökologischen Systemen zu kommen. Und ich wollte Ihnen jetzt einfach nur noch auch ein paar Elemente zeigen oder Praktiken zeigen, die vielleicht uns auf diesem Weg dahin begleiten können. Ich habe vorhin dieses eine Postulat dieser agrarökologischen Grundsätze der ABL Via Campesina erwähnt, Saatgut, bäuerliche Rechte. Und was Sie hier sehen, ist eine Gruppe von Landwirten und Wissenschaftlern und Züchtern, On-Farm-Züchtern, die gemeinsam das Produkt der On-Farm-Züchtung, den Brokkoli, angucken und einfach schauen, ist das, was wir jetzt hier haben, ist das okay, kann man das vermarkten, ist das ansprechend auch für den Verbraucher, also wir haben auch Verbraucher dabei gehabt bei dem Treffen und das ist wirklich sowas, also wo man im Prinzip wirklich verschiedene, ja, interessierte Gruppen zusammennimmt, ja. Und wirklich daran gemeinsam auch weiterarbeitet, in diesem Saatgutbereich was auf die Beine zu kriegen. Also Kultursaat ist ein biologisch-dynamischer Verein, ja, der sich um die Entwicklung von Saatgut für den Ökolandbau jetzt speziell kümmert. Kann natürlich auch jeder konventionell einsetzen, so ist es nicht. Ne? Also, und das wäre halt jetzt was, wo es wirklich darum geht, Rechte von den Landwirten auch wahrzunehmen. Ja? Das ist so hier dieses Beispiel. Ein anderes Beispiel, das ist Aufbau von Bodenfruchtbarkeit. Da hatten wir es ja heute schon verschiedentlich davon. Das ist Sekem in Ägypten. Und Herr Glissmann und Herr Altieri würden mich jetzt ganz arg schimpfen, weil das nämlich wirklich kein kleiner Betrieb ist. Ja? Also Sekem ist ein ziemlich großer Betrieb. Die schaffen es aber, wirklich Wüstenböden urbar zu machen mit der Humuswirtschaft, die sie betreiben. Und Sie sehen hier im Hintergrund auch Bäume als Elemente. Sie können sich auch vorstellen,
in einer wirklich Sandwüste. Ja? Also dieser Standort ist vor dem Tor von Kairo, da ist wirklich Sand. Da brauchen sie diese Bäume dringend als Windschutz. Das hier ist einer unserer Versuche auf unserer Öko-Versuchsstation. Was Sie da sehen, was das so schön weiß blüht, das ist Buchweizen. Und das Grüne sind zum großen Teil Linsen, auch einige Beikräuter, Unkräuter dabei. Und das ist ein Mischkultursystem, also mit einer alten Kulturart, die man in Deutschland sehr lange nicht mehr angebaut hat. Dass sie wieder angebaut wird, verdanken wir Landwirten, also nicht der Forschung, nicht der Wissenschaft. Ja. Da kam auch wieder der Impetus, die Idee aus der Landwirtschaft. Und es waren einige wenige Landwirte, der Wolde Mammel als der wichtigste, sagen wir mal so, der wirklich als Linsenvater die Linse wieder zurückgeholt hat. Ja. Also eine alte Kulturart. Und wir arbeiten halt jetzt da gemeinsam mit den Landwirten, das habe ich auch gemeint, Forschung und Praxis, ja, zusammenzubringen. Ja. Das wäre jetzt ein Beispiel für den praktischen Ansatz. Und wir arbeiten da an Mischkultursystemen, die eben dann am Linsenbau eingesetzt werden können. Aber nicht nur im konventionellen Landbau, nicht nur im Ökolandbau, sondern auch bei konventionellen Linsenanbauern. Also das ist dann auch wieder sowas, ein Element, das aus dem Ökolandbau im Prinzip rübergeht, ja, um vielleicht das System ein bisschen agrarökologischer zu machen, sozusagen. Und das ist jetzt ein Beispiel aus einem relativ weit entfernten Land, aus Bhutan, eine Landwirtin dort. Und da ist es halt auch die Frage, ich weiß nicht, Sie kennen das vielleicht, Bhutan hat ja vor einiger Zeit beschlossen, 100% Ökolandbau zu machen. Das ist allerdings nicht so ganz einfach, ja? Das können Sie sich vorstellen. Man hat hier so ein bisschen ein Spannungsfeld, auch mehr produzieren zu müssen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man Anbauverfahren modernisieren, wie kann man die so gestalten, dass man auf der einen Seite diesen hohen Anspruch an Umweltschutz, Naturschutz, Ressourcenschutz und auch an dem Schutz der gegebenen, ja, der Kultur, die man im Land hat, sicherstellt und auf der anderen Seite aber trotzdem diese Systeme weiterentwickelt, ja. Und das ist, wie gesagt, gar nicht so einfach. Also da gibt es dann so Ansätze wie, man versucht im Gemüsebau wirklich Ökolandbau analog zu wirtschaften, aber vielleicht ab und an mal Mineraldünger einzusetzen, weil das für die Landwirte anders teilweise schwierig machbar ist, unter der Prämisse, dass natürlich auch in Bhutan die Idee ist, man muss ein bisschen die Erträge steigern, ja. Das ist so eine, also eine Übergangsphase, ja, bevor man wirklich das komplett ökologisieren kann. Ja. Also das sind alles so Verfahren, Ideen, die man eigentlich dann zu so einem großen Ganzen zusammensetzen muss, um da diese wirklich agrarökologischen Anbausysteme zu kreieren. Und ich bin mal gespannt, also wie gesagt, wir haben unseren Verein gegründet, wir versuchen gerade auch sehr intensiv Interessenten auch aus dem ganzen NGO-Bereich auch Praktiker mit zu motivieren, mitzumachen. Einfach um auch einen Austausch sicherzustellen, nicht, dass wieder da irgendwelche Wissenschaftler allein auf irgendwelche schlauen Gedanken kommen, die man da aber nicht in der Praxis umsetzen kann. Ne? Das sollte eigentlich nicht das Ziel des Ganzen sein. Und ich bin mal gespannt, ob wir da vielleicht noch ein bisschen mehr, ja, Schwung reinbringen, um mit diesen Systemen weiterzukommen. Und ich hoffe auch, dass in Bezug auf meine Vorrednerin, dass es sich an Unis ein bisschen gebessert hat und wir nicht mehr ganz so schlimm mit unseren Studenten umgehen. Also ich bin auch die Studiengangsleiterin von unserem Ökostudiengang. Also wir haben einen englischsprachigen Masterstudiengang zum Ökolandbau bei uns an der Uni. So, das wäre jetzt mein Schlusswort. Ja, vielen Dank. Damit ist das Thema Ökologie natürlich völlig klar geworden. Mir hat es zumindest mal geholfen, schon die Orientierung. Fragen? Körper. Wenn wir schon so viel bei den Definitionen sind, könntest du Agrarökologie, Ökolandbau und regenerative Landwirtschaft mit 10 Worten oder 5 Sätzen? Also ich würde mal sagen, Agrarökologie ist, also
Agrarökologie hat wirklich diesen übergreifenden Ansatz, der eigentlich wirklich von so einem Ökosystemgedanken kommt, ne? Also mit wirklich allen Elementen von einem Ökosystem. Ökolandbau würde ich als so einen Unterteil der Agrarökologie sehen, ja? Der Kreislaufwirtschaft im Zentrum hat und natürlich diese agrarökologischen Elemente einbaut sozusagen, aber die Agrarökologie ist vielleicht ein bisschen weiter. Und genauso würde ich das bei der regenerativen Landwirtschaft auch sehen, die ist auch weiter. Und bei der regenerativen Landwirtschaft ist ein bisschen, ich meine, sowohl im Ökolandbau als auch in der regenerativen Landwirtschaft ist Boden ganz stark im Zentrum, also zumindest so, wie ich das wahrnehme, ja. Aber auch die regenerative Landwirtschaft, was wir ja auch vorhin gesehen haben, die ist auch noch ein bisschen in Sachen ja, Weite weiter als der Ökolandbau. Also nimmt noch mehr Agrarsysteme mit rein vielleicht. Also ist das ein bisschen so die Richtung, die du gedacht hast als Definition? Ja. Ja. Oder kannst du es besser erklären? Ja, genau, das wäre ja das andere Argument, ne? Wo war die Frage? Sehr elegant. Hallo, ich bin Carmen. Ich habe eine kurze Nachfrage zu dem Mischkultursystem mit Linsen. Ja. Vielleicht habe ich es nicht ganz mitgekriegt. Hattest du schon gesagt, welche Pflanzen in diesem Mischkultursystem alle drin vorkommen? Es sind meistens zwei Mischungspartner. Also bisher in den Systemen, die wir haben, das ist einmal immer die Linse und dann kann man die mit unterschiedlichen Kulturarten kombinieren. Also was häufig gemacht wird von den Landwirten, ist entweder Gerste oder Hafer. Gerste hat mal, je nachdem wie man es anstellt, noch den netten Effekt, dass man sie unter Umständen als Braugerste vermarkten kann, was finanziell auch ganz interessant ist. Der Hafer ist halt finanziell nicht so interessant. Also haben wir mit anderen Kulturen rumprobiert, mit Leindotter, mit Buchweizen, mit Lein selber, der hat sich als nicht so besonders schlau erwiesen, also das konnte man ganz schlecht dreschen. Mit Weizen, das wird theoretisch gut gehen, dann kann man es aber ganz schlecht trennen, weil die von der Größe her relativ gleich sind. Also, und das kriegt man schier nicht auseinander. Also vom Pflanzenbaulichen her ist es super, aber in der Aufbereitung ist es schwierig. Momentan haben wir noch ein System mit Erbsen, das auch ganz gut geht. Das ist vor allem für die Landwirte interessant, die Hühner oder Schweine haben und ein Futter noch brauchen. Und die haben, also in uns in der EZG auf der Schwäbischen Alb, die haben häufig schon relativ viel Leguminosen in der Fruchtfolge. Und dann will man ein normaler Erbsenglied machen und wenn man dann die Erbsen mit der Linse kombiniert, hat man auf der einen Seite Futter und auf der anderen Seite was für die menschliche Ernährung. Also so. Also über mehr als zwei Mischungspartner haben wir noch nicht probiert, aber das ist durchaus denkbar, könnte ich. Also. Ja, warum ein englischsprachiger Studiengang? Unsere Landwirte sprechen ja im größten Teil kein Englisch. Also wir brauchen dringend Hilfen, praktische Hilfen, ich sage immer Bilderbücher für die Landwirte, aber bitte in deutscher Sprache. Also das heißt ja nicht, dass wir nicht auch deutsch sprechende Studierende haben. Also wir haben ungefähr die Hälfte von unseren Studenten, wenn die, ich denke, ich weiß nicht, ob das, was wir jetzt an der Uni machen für die Landwirte, wirklich in der Form, wie wir es gerade mit den Studierenden machen, so spannend ist. Ich glaube, da ist es dann wirklich so, dass man da einen Schritt weiter gehen muss. Und unsere als Student, die Studierenden müssen lernen. Und ich glaube, die schaffen das schon irgendwann einmal auch, das, was sie auf Englisch lernen, auf Deutsch zu übertragen. Also ich denke, das ist nicht wirklich die Schwierigkeit. Mal ganz ab. Also wie gesagt, wir haben auch deutsche Studenten. Es ist nicht so, dass wir dann nur auf Englisch jetzt agieren, sagen wir mal so. Und wir haben im Bachelorstudiengang ja auch eine Ausbildung für die Studenten. Das ist alles auf Deutsch. Ich soll schon wieder die letzte Frage stellen. Ich darf. Okay, ich darf. Okay, ich darf die letzte Frage stellen. Also, ich habe eben auch mal ab und zu im Internet recherchiert nach dem Begriff Agrarökologie und auch in den akademischen Bereichen kommt der Begriff öfter vor. Und wenn man dann in die Inhalte schaut und auch das, was du jetzt so gesagt hast, inhaltlich hat es halt auch recht viele Parallelen mit der mit dem Begriff Permakultur. Und ich frage mich halt, da ich
Also mein persönlicher Wunsch ist halt, Permakultur ernster zu nehmen, sozusagen, halt auch auf Wissensebene. Und ich frage mich halt, ob der Begriff Agrarökologie auch manchmal genommen wird, um den Begriff Permakultur zu umgehen, oder wie siehst du das? Ich würde eigentlich eher sagen, dass Permakultur eine agrarökologische Anbauweise ist und dass man da eigentlich zusammenkommen sollte, sich das mal genauer anzugucken. Ja, eben. Also das ist eigentlich für mich so die Geschichte. Also ich glaube nicht, also im deutschsprachigen Raum, wenn ich mit meinen Kollegen rede, ja, im akademischen Bereich, die sind ganz stark auf dieser naturwissenschaftlichen Schiene. Ja, also für die ist Agrarökologie wirklich, wir schauen uns Bestäuber im, was ja wichtig ist, ich sage nicht, dass das nicht wichtig ist, wir schauen uns Bestäuber in einer Agrarlandschaft an und schauen mal, was die Wildbienen da machen. Ja. Die haben aber, wenn ich so von der ökologischen Seite komme, die haben von der Anbaupraxis, das ist nicht deren Geschäft. Ja. Da hat man dann, das akademische System ist leider so stark separiert, ne, dass man dann da halt die Pflanzenbauer hat und man muss das irgendwie zusammenbringen. Ja. Und ich glaube, Permakultur ist einfach ganz stark eine Anbaupraxis, so wie Ökolandbau eine Anbaupraxis ist. Ja. Und da, finde ich, müssen wir einfach genauer hingucken und es einfach weiterentwickeln oder gemeinsam entwickeln oder einfach auch mal schauen, wie kann man Permakultursysteme weiterbringen, also dass einfach auch mehr läuft in Sachen Permakultur. Also wir haben Forschung zum Ökolandbau, ihr wisst nicht, dass wir Forschung zur Permakultur irgendwo haben. Oder? Also so gut wie gar nicht. Ja, wird höchste Zeit. Ja, und deswegen vielen Dank, Sabine.